Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In den letzten Wochen meiner mehr oder weniger Make-up-Abstinenz ist einiges an Make-up hier eingetrudelt und wir werden heute ein Full-Face mit den krassesten Neuheiten schminken. Es ist fast alles First Impression. Ich bin richtig gespannt, was die Produkte können. Sieht sehr vielversprechend aus und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen zauberhaften ersten Advent und seid glücklich und motiviert in die neue Woche gestartet. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen Ablenkung schenken kann. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal sehr, ganz besonders sehr krass herzlich bei euch für den Support von gestern bedanken. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe gestern mein eigenes Workbook rausgebracht. Steht unten einmal in der Infobox für euch verlinkt. Das ist ab sofort erhältlich zum Vorbestellen und ihr könnt da gerne mal vorbeischauen. Ist ein super, super Weihnachtsgeschenk. Ich will aber gar nicht jetzt über mich reden, sondern über die Produkte. Ich habe ungelogen Make-up im Wert von 500 Euro hier vor mir liegen, die ich gerne mit euch testen möchte. Es ist sehr, sehr viel. Ich setze euch einige Links unten rein. Ich werde es nicht schaffen, alle rauszusuchen, aber die, die ich raussuchen kann, schreibe ich euch unten hin. Ein paar Produkte habe ich auch eben von Purish zur Verfügung gestellt bekommen. Sie haben mich gebeten, ob ich die auch nochmal benutzen kann. Ich bin da nämlich sehr gespannt drauf. Ich hatte die Palette euch bei Instagram schon gezeigt und die Lip Liner und guess what? Iconic. Wir sehen heute aus, ich verspreche es, naja, ich gebe mein Bestes, dass wir heute aussehen wie Kim Kardashian. Ich probiere es. Wir starten. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, das Video mit euren Freundinnen und Freunden teilt und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, was zu tun ist. Es gibt nächste Woche am 7., wenn alles richtig geht, ein Spendenvideo. Dazu alle Informationen folgen dann aber in den nächsten Tagen. Und jetzt geht es los. Ich möchte als erstes ein bisschen Primer auftragen, damit er schon so ein bisschen einwirken kann. Da benutze ich von Ole Henriksen den Banana Bright Face Primer. Ich habe den schon ein paar Mal benutzt und der ist so ein bisschen gelblich und hat einen leichten Glow drin. Der riecht super. So ein bisschen zitrisch, ein bisschen nach Ananas, so nach Sommer einfach. Und der hinterlässt auf der Haut einen tollen Glow. Ich habe den schon ein paar Mal benutzt und fand den gar nicht schlecht. Der hat so ein bisschen Vitamin C und Banana Powder Pigments mit drin. Also wahrscheinlich, dass er gelb ist. Sorgt dann ein bisschen dafür, dass die Haut so ein bisschen gepflegt ist und einen leichten Glow bekommt. Das brauchen wir, denn die Foundation, die wir später benutzen... Ich habe gehört, dass sie sehr, sehr matt sein soll. Falls ihr die Produkte, die ich euch hier zeige, schon getestet habt und kennt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich möchte das Ganze heute mal so ein bisschen anders machen, denn ich weiß nicht, wie die Palette funktioniert. Deswegen werde ich einmal ganz kurz meine Augenbrauen raufmachen. Dazu benutze ich von Kat Von D Vegan Beauty den Signature Brow und ich hole euch ein Stückchen daran. Soweit ich weiß, mögt ihr es immer ganz gerne, wenn ihr sehr, sehr nah dran seid. Ich liebe diese Farben im Hintergrund gerade. Ich hatte mir ein neues Hintergrundbeleuchtungssystem geholt und ich mag ganz gerne. Den habe ich bekommen. Das ist der von Kat Von D Vegan Beauty. Das hat nichts mehr an sich mit Kat Von D zu tun. Die war ja immer so ein bisschen problematic. Die ist raus. Es gehört jetzt einer anderen Firma. Und die haben so einen Eyebrow Pen. Ich habe den jetzt in der Farbe Medium Brown bekommen. Und damit malen wir uns einfach mal die Augenbrauen auf. Ich drehe mal ein bisschen wieder rein, weil das sehr, sehr präzise. Also er gibt Farbe ab, aber nicht zu viel. Also so, dass es nicht künstlich aussieht. Ich drehe mal noch ein bisschen mehr raus. Vielleicht muss man den... Ja, der hat nicht so viel Bums, ne? Also das ist ein sehr, sehr natürliches Augenbrauenprodukt. Ich kann richtig... Hört ihr das? Richtig kratzen, dass die Farbe abkommt. Aber die Farbe ist schön. Also das ist ein super natürliches Augenbrauenprodukt. Und ich gehe am Ende dann eh nochmal so ein bisschen lang. Ja, nee, also den mag ich nicht so gerne. Augenbrauen gefallen mir so viel, viel besser. Ich schneide die einmal ganz kurz aus. Ich schau mal, ich habe nämlich neue Pinsel bekommen. Und dafür benutze ich meinen allerliebsten Lidschattenprimer. Der ist von Be Perfect. Den gibt es bei Purish, glaube ich. Weil ich ja eine neue Lidschattenpalette testen möchte. Ich habe auch einen neuen Concealer von Kat Von D bekommen. Aber ich will jetzt keinen neuen Concealer an den Augen benutzen, wenn ich dann eine Lidschattenpalette review. Ich habe schon super viel Gutes von der Lidschattenpalette gehört. Es geht nämlich um die neue Nabla-Palette. Die Side-by-Side-Kollektion wurde mir zugeschickt von Purish. Die gibt es auch aktuell noch. Da gibt es so viele krasse Rabatte aktuell. Und ihr seht, ach, ich liebe diesen Lidschattenprimer. Der hat genau die richtige Deckkraft, damit man seine Augenbrauen ausschneiden kann. Lidschatten haftet darauf so gut. Und ich habe euch gleich ein klitzekleines Stückchen dunkler gestellt, damit ihr alles seht. Also meine Haut glowt vom Primer fantastisch.
Das ist einmal die Palette. Die hat 4x4 sind 16 Farben. Sehr nude, aber gar nicht so langweilig nude, sondern wir haben auch eher so ein richtig krasses, so ein richtiges Grau und so einen Grünton. Ich möchte heute trotzdem aber eher so ein bisschen in der Nude-Richtung bleiben und benutze dafür die Pinsel von Nabla. Die sind auch aus dieser Side-by-Side-Kollektion. Ich liebe Nabla-Produkte. Da sind halt auch so super präzise Pinsel mit dabei. Ne? Mit denen könnt ihr eine Cut-Crease ziehen. Wir haben fluffige Pinsel. Der sieht ja auch verrückt aus. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ich gehe jetzt als erstes in die Farbe Bonjour. Das ist der Ton hier oben und mische den so ein bisschen mit Halftime. Das ist einfach so eine Transition Shade und die presse ich mir schon mal hier oben hin, einfach dass ich einen schönen Übergang habe und mein Lid so ein bisschen schattieren kann. Sieht super aus. Ich nehme als nächstes diesen Pinsel, der ist so ein bisschen flacher, und gehe in die Farbe Burnt Sienna. Ich glaube, eine Farbe von der Anastasia Beverly Hills, die ist auch mal so. Und die setze ich mir schon mal hier direkt in die Crease und hier außen hin. Probiere das heute so ein bisschen nach außen hin zu machen. Deswegen habe ich auch heute als erstes meine Augen gemacht, weil ich gleich viel mit Schwarz arbeiten möchte. Dann nehme ich den Pinsel von eben wieder und gehe in die Farbe Tempera. Die heißen alle so wie, also die zwei zumindest, heißen so wie die von Anastasia. Da gibt es auch eine Farbe, die heißt Tempera. Die ist ein bisschen dunkler und da gehe ich schon ganz leicht in das Schwarz mit rein und setze mir das hier außen hin. Wisst ihr was? Wir sind mal mutig. Ich mische jetzt das und gebe mir das Wow. Schon mal hierhin wollte ich sagen. Und mache so ein richtiges Smoky Eye heute. Hier mache ich gleich sauber. Jetzt gehe ich in das Schwarz. Presse mir das direkt hier hin. Sieht jetzt sehr dunkel aus, aber wartet, Freunde. Wartet. Ich mache mir das Ganze hier hinten gleich so ein bisschen sauber. Sehr smoky. Und wir benutzen die Foundation. Das ist die Locket Foundation von Kat Von D. Ich habe die jetzt in der Farbe Light Neutral bekommen. Ich glaube nicht, dass sie passt. Packaging ist aber richtig, richtig schön. Benutze meinen Schwamm und habe. Okay, sie ist gelb. Okay, aber sie hat alles abgedeckt, was ansatzweise meine Existenz beschreiben würde. Sie ist super leicht. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die ist eher so ein bisschen. Ich dachte, dass sie so richtig dick ist, weil Lock It klingt für mich so super schwer. Okay, wir müssen das Ganze dringend gleich mit Bronzer und allem. Das sieht halt auch hier so verrückt aus, nur weil ich hier so rot bin. First Impression, aber super. Okay, also das ist definitiv nicht meine Farbe. Ich gehe noch mal ein bisschen mit einer anderen Farbe drüber und probiere das so ein bisschen anzugleichen. Fange auch mit diesem dunklen Smoky ein, ne? Okay, also das ist meine Farbe, definitiv nicht ist. Das ist aber diesmal nicht meine Schuld. Ich habe mir die nicht ausgesucht, die Farbe. Die wurde mir einfach geschickt. Aber cute. Also sie sieht schön auf der Haut aus. Das hätte ich nicht gedacht. Sie ist super leicht auf der Haut. Hat aber eine krasse Deckkraft. Concealer brauchen wir eigentlich nicht. Und auch da habe ich von Kat Von D den Lock It Concealer in der Farbe L7 Warm. Oh Gott, ich sehe aus wie ein Gespenst. Und dann ziehe ich mir das hier hinten gerade. Foundation trocknet ganz krass an, ne? Also das ist, sie sieht glowy aus, aber sie fühlt sich extrem fest an. Also von der Textur her gefällt mir das Ganze sehr gut. Ich probiere das Ganze mal so ein Stückchen zu retten. Ich habe hier einen Pinsel, um Cream Contouring einzublenden. Ich benutze dafür jetzt einfach mal von Fenty hier die Cream. Oh, der schöne Pinsel. Ja, so ein bisschen Farbe gibt dem Ganzen dann ein bisschen Dimension. Also ich fühle mich sehr verkleidet und sehr maskiert gerade. Okay, und so sieht das Ganze wesentlich akzeptabler aus. Ich sette das Ganze. Und da kam vor ein paar Wochen vorher, bevor die anderen Sachen kamen, hier das Locket Powder von Kat Von D. Das ist so, auch das habe ich schon benutzt. Damit sette ich erstmal hier so ein bisschen mein Gesicht. Das macht natürlich alles gleich wieder ein Stückchen heller. Aber guess what? I'm a ghost. Aber ich habe euch gesagt, Freunde, ich habe euch gesagt, wir sehen heute aus wie Kim Kardashian. Deswegen baken wir auch gleich hier die Kontur schon mal so ein bisschen. Okay, aber also ganz ehrlich, wir wissen ja mittlerweile, dass es am Ende trotzdem immer so halbwegs akzeptabel aussieht hier, was ich dann am Ende fabriziere. Egal wie schlimm der Look zwischendurch aussieht, es wird. Ich lasse das Ganze so ein bisschen baken. Also vielleicht ist das Puder in Kombination mit diesem Concealer und der Foundation gar nicht schlecht, weil so sieht das gut aus. Wir bronzen so ein bisschen und da habe ich von Luvia ein neues Produkt bekommen. Das ist eine Face-Palette. Ist es Medium? Ja. Da sind zwei Highlighter drin, ein Bronzer und ein Blush. Ich vermute, dass der Bronzer ein bisschen dunkel ist für mich. Oh, der ist sehr pigmentiert und sehr kühl. Klopf ab.
Das sind eher so ein Contouring. Okay, ich lieb's. Also das ist eine richtig schöne Kontur. Schön kühl. Es gibt drei verschiedene Paletten. Light, Medium und Dark. Ich habe doch noch eine hellere bekommen. Wartet mal. Sag ich doch. Ich habe hier nämlich noch die helle. Haha. So, das ist die helle und die ist ein bisschen. Okay, da ist die Kontur auch ein bisschen heller. Setze ich mir jetzt hier mal so ein bisschen drüber. Wir sind heute konturiert bis zum geht nicht mehr. Aber ich finde die Blushfarben sehr schön und auch die Highlighterfarben. Also hier ist so ein bisschen Bronzer, den mische ich da gleich nochmal so ein bisschen rüber, um das hier aufzuwärmen. Oh, wow. Freunde, das könnte geil werden heute. Ich nehme jetzt damit gleich das Produkt unter den Augen so ein bisschen weg und dadurch wird das hier auch gleich so ein bisschen dunkler gemacht. Okay, wow, ich liebe das, ne? Ich sehe aus wie, weiß ich nicht, eine Drag Queen, aber ich lieb's. Als Blush benutzen wir diesen großen Pinsel, damit hätten wir eigentlich auch konturieren können. Wir nehmen den Ton hier. Der sieht schön aus. Oh, der hat ein bisschen Schein mit drin, glaube ich. Ganz leicht. Und den setze ich mir einfach hier nur so ein bisschen rüber und habe zack, gleich so einen leichten Glow mit drin. Sieht gut aus. Ich sehe immer noch ein bisschen blass aus, finde ich. Okay, schaut euch diese Kontur jetzt einmal an. Ich sehe snatched aus. Ich gehe jetzt doch nochmal ein bisschen mit einem anderen Bronzer rein. Ich gehe jetzt mal hier mit dem von Lethal Cosmetics rein. Der ist extrem pigmentiert und gehe damit einfach nochmal so ein bisschen rüber. Ich muss halt jetzt das Gesicht. Eigentlich ist es hier ein Bronzer-Live-Test, aber der ist schön. Komm, wir nehmen auch gleich nochmal den Blush. Was soll der Geiz? Der ist auch sehr pigmentiert. Was sagt ihr? It's a lot, ne? Aber es sieht schön aus. Ich habe noch einige weitere Produkte. Ich habe nämlich hier auch noch von Pirsch diesen Cupid's Arrow Augenstift. Damit kann man auf dem Lid sehr, sehr gut malen. Und damit male ich mir jetzt in meine Wasserlinie. Meine Augen sollten das wieder aushalten. Die sind so toll, ne? Ah, müsst ihr auch immer niesen, wenn. Oh, Scheiße. Müsst ihr auch immer niesen, wenn ihr auf eurer Wasserlinie rumwurschtelt? Das muss nicht so ordentlich sein, denn wir haben ja so einen ganz, ganz präzisen Pinsel dabei gehabt und damit blende ich das jetzt aus an meiner unteren Wasserlinie. Solange der noch nicht ganz angetrocknet ist, kann man den richtig gut ausblenden. Das ist keine First Impression. Ich hatte die schon mal so richtig Cat-Eye-mäßig, ne? Und dann ziehe ich mir das hier vorne einfach so ein Stück runter. I stan, ich liebe den Look gerade. Wir gehen nochmal so ein bisschen Highlight und dafür benutze ich hier die Farbe Magic Moment. Und unter der Braue. Als Lip Liner gibt es von Nabla endlich, und ich habe so lange danach gesucht, braune Lip Liner. Und zwar richtig braun. Das ist jetzt hier die Farbe Nude 6. Der ist halt richtig braun. Was ist das hier? Richtige Shitshow heute. Ich blende das damit so ein bisschen aus. Und die halten Ewigkeiten, die Dinger. Die gibt es in so sechs oder sieben Farben, vielleicht sogar noch mehr. Und dann gehe ich mit einem Lippenprodukt von Too Faced drüber. Das ist das Lipgloss in der Farbe Wifey for Lifey. Okay, ich dachte, der hat ein bisschen mehr Farbe. Hallo, ich sehe aus wie ein Vampir. Gehe nochmal mit der Farbe hier Nummer 2 einfach rüber. Also das ist natürlich jetzt ein harter Kontrast. Ich sehe so ein bisschen aus, als wäre ich aus den 90ern. Ich bin aus den 90ern, aber ihr wisst, wie ich meine. Und ich kann das noch so ein bisschen mischen. Und dann wird die Kontur nicht ganz so hart, wie sie jetzt ist. Ihr müsst dann so ein bisschen arbeiten, ne? Das sind halt diese Kim Kardashian-Farben, ne? Neue Favorite Lip Kombi. Und jetzt gehen wir mit dem von Too Faced drüber. Dann macht das Ganze wieder so ein Stückchen rosaner. Wow. Und als Mascara benutze ich jetzt hier einfach die Lash Paradise Mascara. Habe ich noch ein anderes Produkt? Ein Highlighter hier von Becca. Und dafür benutzen wir diesen Pinsel von Nabla. Das ist die Farbe Vanilla Quartz. Scheibenkleister. Okay, Freunde, ich möchte für dieses Video bitte 2000 Daumen nach oben haben, weil ich es probiert habe. Ich erkenne mich auch ehrlich gesagt gar nicht wieder, ne? Also im Vergleich. Sie ist eine andere Persönlichkeit geworden. Freunde, das ist der Look mit den neuen Produkten. Wow. Also Lidschattenpalette, richtig, richtig gut. Ich liebe dieses Nude. Die Lippenkombination, mega. Ihr könnt gerne unten einmal vorbeischauen, welche Produkte ich euch unten mit reingesetzt habe. Vielen Dank an Pirsch, dass er mir die Produkte gegeben hat. Vielen Dank an alle anderen Marken natürlich auch. Schaut gerne vorbei. Ich fühle den Look. Ich fühle die Lippen. Ich danke euch heute, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal.